hier sind die Conny. Ja, und der Florian. Und ja, gegenüber ist heute Navidad, Markt, also Weihnachtsmarkt. Und hinter uns ist auch Weihnachtskulisse. Also ja, ihr seht, es Weihnachten hier. Und Weihnachten ist ja die Zeit, wo, ja, wo die Herzen warm werden, wo man daran denkt, an die Liebe, die Freude, Frieden. Und es ist wirklich wunderschön hier in Paraguay. Ich meine, die Sache ist, wenn man immer überlegt, ja, in Deutschland, wir sind es so gewöhnt, dass der Schnee fällt und dass es kalt ist und man Glühwein schlürft. Aber schaut euch einfach das mal an. Ja, hier, wenn er ein bisschen hochgeht, hier zum Beispiel, die Leute haben alle, da sitzen sie da auf der Straße, also nicht auf der Straße, aber auf der Straße sind Tische und Bänke, überall sitzen sie da eng beieinander. Also die den Abstand halten, das klappt hier. Also jedenfalls, wir grüßen euch herzlich von dieser weihnachtlichen Kulisse, ja, und wollen euch einfach zeigen, wie schön es ist. Und immer die Frage ist halt natürlich um die Weihnachtszeit, wie ist es denn, wenn ich dann im Ausland bin und ausgewandert bin? Ja, also hier ist es also vom Herzensgefühl überhaupt nicht anders. Es ist einfach nur umziehen in eine andere Stadt. Ja, also und hier ist halt schön warm. Und wenn man sich überlegt, ja, Corona. Sí, ja, okay. Oh, die wollen jetzt also. Okay, also Moment, die wollen unbedingt mit uns ein Bild machen. Ja, hier vom Weihnachtsmarkt im